das jetzt? Tja, es muss einen Weg hinübergeben. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4 A Thief's End. Hier gucken. Hier ist auch nichts, wo man im Sprung vielleicht... Hallo, darf ich auch mal weiter gucken? Wo man im Sprung eventuell, dass man sich da... Doch da hinten wäre was, aber das ist zu weit weg. Das ist definitiv zu weit weg. Hey, schau da unten. Das sind Griffe zum Hochklettern. Ja, das ist ja toll. Im Wasser, oder was? Sollen wir jetzt ins Wasser springen? Aber dann, das bringt uns so nichts. Ich meine, ich könnte jetzt mal... Könnte jetzt mal hier unten einfach gucken. Nein. Ach, falsch. Achso, ich kann gar nicht weiter nach unten. Ja, ein Hinweis wäre ganz cool. Hier könnte man hochklettern. Nehmen wir den? Ja, wir nehmen den. Okay. Gut. Hätte ich jetzt gar nicht auf die Taste drücken brauchen. Super, ich bin hinter dir. Ach so, den habe ich natürlich nicht gesehen. Oh. Ja, toll. Okay. Da gehen wir nochmal hoch. Kommen wir da hoch? Achso, an den anderen. Ja, geh doch hoch. Da komme... Doch, jetzt komme ich ran. Und... Alle hopp! Okay. Ich hätte vielleicht ein bisschen... Rechts sind allerdings auch... Ja, komm, 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 komm. Das schaffst du. Wahrscheinlich muss ich jetzt eh zur anderen Seite, ne? Weil rechts waren jetzt auch Stufen. Vermutlich ist das hier die Sackgasse, oder? Wie geht's dir? Ja, ich denke, das ist die Sackgasse. Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Aber wir müssten vermutlich andersrum. Oh, Moment. Okay. Sam, hier rein. Okay. Aber hier ist doch nichts. Ach so, doch. Okay. Sind wir zumindest schon mal oben. War noch auf dem richtigen Weg. So, das heißt, da können wir rein. Und da hinten haben wir noch mal Höhlen. Ich denke mal, wir müssen nach rechts. Also gucken wir als erstes mal hier links. Okay. Das ist auf jeden Fall nichts. Gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rein. Ah. Ich dachte eigentlich, das gehört jetzt hierzu. Ich schätze mal, dass wir dann von außen klettern sollen. Ja, das sieht mir ganz danach aus. Damals im Waisenhaus. Hast du da geahnt, dass wir je sowas Irres machen würden? Nein, nicht wirklich. Euer Ernst? Jetzt heißt es wohl abwärts. Oh, okay. Ich gehe mal lieber ein bisschen weiter nach links. Das ist ganz toll. Kann ich dich wenigstens mit dem Matsch einschleimen? Das ist die zweitgrößte Zisterne, die ich kenne. Halt mal, was war die größte? Erzähle ich dir später. Los, gehen wir runter. Ich hoffe, ich kann jetzt hier nichts. Oh, oh.
Okay. Ich wollte eigentlich nicht klettern, aber das ist auch in Ordnung. Ich denke aber mal, dass wir hier unten... Oder? Das Spiel ist gerade so am Haken. Das ist gerade ein bisschen nervig. Da kommt er. Okay, da unten haben wir noch was. Müssen wir jetzt theoretisch immer weiter runter, denke ich mal, oder? Probieren wir einfach aus. Au. Bist du klar? Okay. Ja, Kinderspiel. Bruder? Da ist er. Ja, also keine Ahnung, warum das jetzt hier so komisch am Ruckeln, also, wow, ja doch, Ruckeln ist. Sam, hier. Hey, vielleicht wollten die einen riesigen Freizeitpark bauen. Piratenland. Sam, schau dir das Diorama an. Sieht wie eine Stadtstraße aus. Glaubst du, die haben das alles gebaut? Diesen Kerlen, schwer zu sagen. Okay. Ja, das Problem ist, ich möchte das gerne alles in einer Folge haben, aber wenn das so ruckelt, ist es natürlich auch doof. Okay, Braunpausen. Geh mir doch mal aus dem Weg. Sag mal, Alter. Du bist echt der nervigste Bruder, den ich jemals gesehen habe. Ich kann noch nicht mal drüber springen irgendwie. Geh, weg, los. Sam, schau mal hier. Schau, Siegel von Piratenkapitän. Alle um Avery versammelt. Das sieht mir doch sehr wichtig aus. Das Problem ist, wenn ich jetzt wüsste, dass das hier noch sehr, sehr lange dauern würde, würde ich hier erstmal einen kleinen Cut machen und ehrlich gesagt darauf warten, bis das nicht mehr so nervig ist. Was ist das denn hier? Das ist echt gut gemacht. Kann man das nicht irgendwie... Ich würde das gerne von allen Seiten untersuchen. Wieso darf ich das nicht... Kannst nur zoomen, aber... Was ist das? Avery und Two halten Hof mit ihren Kapitänen. Sieht aus, als schreiben sie ihren Verhaltenskodex. Die Piratenverfassung. Ah, der Kodex der Piraten, okay. Und das hier? Avery's Schiff? Die Fancy. Sie greift die Gangi Sawai an. So fing alles an. Nathan, das ist die Geschichte der Gründung von Libertalia. Hier kann man nichts gucken. Ja, das ist schön, dass das die Gründung ist. Also, ich würde jetzt wirklich sagen, weil mich das gerade unheimlich nervt und ich keine Ahnung habe, warum das so am Ruckeln ist. Es laufen keine Downloads oder Uploads oder sonst irgendetwas gerade auf dem PC. Ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dann schaue ich mal nach, was das sein könnte und wir sehen uns gleich wieder. Ja, in der letzten Folge haben wir hier die Kammer entdeckt und ich glaube, wir hatten auch soweit alles angeguckt. Es ist immer noch so komisch am Ruckeln. Also ich probiere jetzt mal ein bisschen weiter zu gehen. ach, das ist Wasser. Ich dachte, ich muss hier runterspringen. Und hoffe, dass sich das gleich legt, dass vielleicht irgendwie eine kurze Sequenz kommt oder so und das Ruckeln dann aufhört. Weil es ist schrecklich. Ich weiß nicht, was es ist. Die ganze Zeit hat das Let's Play wunderbar funktioniert. Also sprich, hat es wunderbar funktioniert mit dem Aufnehmen. Und jetzt auf einmal fängt es an, so zu ruckeln. Es ist hier echt nervig. Hier gibt's viele Vorräte. Werkzeug, Saatgut. Weit über dem Verfallsdatum. Genau. Wo ist er denn? Der kommt da hoch. Komm mal her, dann kann ich auch mit dir reden. Eine Art Versammlungsraum. Mein Gott, hier haben sie Libertalia geplant. Die Frage bleibt aber, haben sie es durchgezogen? Das
mussten sie. Schau dich doch um. Du widmest doch nicht dein ganzes Leben einer Sache und setzt dich dann einfach ab. Tja, es läuft halt nicht immer wie geplant. Ich würde gerne mal eine kleine Zwischensequenz haben, damit das Ganze so ein bisschen resettet. Ist das die gleiche? Ach so, da sind wir jetzt wieder. Ach so. Ich hatte hier doch gerade ein Pferd gesehen. Oder habe ich jetzt hier falsch geguckt? Jetzt sind wir wieder zurück. Moment, wir sind da rausgekommen. Hier waren wir noch nicht drin, glaube ich. Darf man sich hier draufstellen? Ja, das war sehr hilfreich. Dankeschön dafür. Okay. Ja. Also, das nervt mich wirklich extremst mit dem Geruckel. Mechanik ist kaputt oder so. Oh nein, 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 nein. So oder so. Wir kommen da rein. Nehmen wir es gemeinsam, okay? Okay. Los geht's. Oh. Ah, ist das schwer. Im Moment denke ich eher an meinen Rücken. Nicht an die Finger? Wow. Offenbar steht uns eine weitere Prüfung bevor. Sieht ganz danach aus. Ach du Scheiße. Okay. Gibt's hier irgendwelche Hinweise auf das Rätsel? Nee, ne? Natürlich nicht. Da gibt's ein Rad. Da wird wohl irgendwas Mechanisches hier angetrieben. Also das Ding in der Mitte wahrscheinlich. Okay. Mal sehen, was passiert. Hab ich mich jetzt erschrocken? Oh. Da bewegt man mehrere mit. Da oben ist Männlein ein Weiblein-Symbol. Ja, aber was soll man damit machen? Das ist die Frage. Ja, nichts. Die Symbole. Aber das links passt doch auch nicht. Sind da noch mehr? Nee. Ich kann aber auch nicht eins höher gehen oder so, ne? Achso, die bewegen sich alle gleichzeitig. Ah, okay. Das Ding muss auf jeden Fall nach unten zeigen. So, das muss nach unten zeigen. Und das zeigt nach oben. Theoretischerweise wäre das richtig. Die Frage ist nur, also da hängt sich ja nichts rein oder so. Also da hat nichts. Auch nicht. Nee, will er nicht. Das Problem ist, da tut sich ja. Und ich kann auch nur drehen. Ich kann nicht oben, unten irgendwie auswählen oder so. Ich kann mit den Pfeiltasten auch nichts. Drehen. Ah, Moment. Hä? Wenn ich auf Drehen klicke, dann setzt er die unten fest, wenn ich das richtig sehe. Moment. Scheint aber nicht richtig zu sein. Da habe ich nicht richtig gedreht. Sie drehen die Symbole. Ah. Okay. Das ist das. Ja, ja. Ja, ja, ja. Okay. Frage ist, ja, das habe ich mir schon gedacht, das ist weiß, nämlich dahinter. Okay.
Einmal drehen. Zweimal drehen von mir aus. Dann auch dreimal, ist mir auch egal. Okay, das sollte jetzt aber passen. Nicht? Das passt doch. Oder kann man... Also ich nehme an, dass ich unten an... Ach so, ich muss das halb dunkel haben. Ach so. Ja, ich habe es gerade gesehen. Okay. Ja. Deswegen auch die halben. Verstehe. Nein, nicht rausgehen. Sonst drehen. Bitte. Ja, perfekt. Was ist das? Wow, schau. Statuen. Piratenkapitäne. Das sind Bonnie, Aldridge, Albasra und der, den ich mir nicht merken kann. Der, den ich mir nicht merken kann. Egal. Dann brauchen wir... Dieser Albasra-Typ. Kam aus dem Mogulreich, einer der Soldaten auf der Gangi Savai. Warum verbündete er sich mit Avery? Angeblich sollte er hingerichtet werden. Des Kampfes kam er frei und sprengte das Pulverlager der Gangi Savai. Und Avery hat den Bus aufgenommen. Genau. Und der andere Kerl? Erst war er niemand. Dann wurde er ein mächtiger Schwertkämpfer. So, der links ist aber doch jetzt richtig, oder? Weil ihn mit dem Dicken nach unten auch, ja. Die Frage ist jetzt, wo können wir den jetzt drehen, dass wir nur den rechten drehen, aber den linken nicht? Was ist das hier? Ja. Okay, dann brauchen wir den schräg nach unten, den zweiten. Na, eine falsche Taste. Ja, schräg nach unten, aber in die andere Richtung. Komm, noch ein bisschen. Na bitte, jetzt musst du sie nur noch ins Licht. Genau, das hast du gut erkannt. Okay. Wenn man einmal weiß, was man tun muss, ist es ja gar nicht so verkehrt. Ich hab's. Und gar nicht so schlimm. Und auf ein neues. Wer ist es? Moment. Joseph Farrell, William Mace, Tariq bin Malik und Christopher Condit. 8 von 12. So, weibliches Symbol wie immer nach unten. Männliches Symbol nach rechts oben. Wo drehe ich euch denn hin? Achso, da. Dieser Bin Malik sieht maurisch aus. Naja, ist er auch. Was macht er so weit weg von der Barbarestenküste? Das gleiche. Wir machen es einfach mal. Nee, dann ist der nach unten. Und der ist dann nach oben, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau, dann ist der nach oben. Das heißt, wir müssten den rechten... Der muss nach rechts oben. Ja, alle genau die Hälfte drehen. Das heißt, theoretischerweise... So, der nach da. Und der müsste dann nach unten rechts zeigen, oder? Ja, du hast es. Ja, meinst du? Ich denke schon. Ja, perfekt. Und der Rest unserer Crew. Richard Wand, Edward England und Thomas Two. Sam. Schau, da geht's lang. Hey, wo? Moment mal, das sind nur 11 Piraten. Unser Star-Pirat fehlt. Aha, schon seltsam. Ja, wollen wir mal gucken, ob der vielleicht irgendwo hier hinter der Treppe ist, ne?
Mal sehen. Okay, wohin jetzt? Heilige Scheiße. Da ist deine fehlende Avery-Statue. Weißt du, ich glaube langsam, unser Freund war ein kleiner Narzisst. Ach, echt? Mal sehen, was er für uns auf Lager hat. Ja, das war dann da, wo wir am Anfang waren. Tief runter. Ja, um nach unten zu kommen, muss man manchmal erstmal nach oben also gehen. Und sei bitte ehrlich, wie ist das jetzt? Kommen wir da so hin? Nicht mit einem anderen Abenteuer. Frag mich das am Ende nochmal. Genau, frag mich das am Ende nochmal. So, bevor wir da jetzt aber runtergehen, hier ist nichts, ne? Okay. Dann. Reiß dich bitte, bitte, bitte. Ist nicht gerissen. Ich hätte jetzt eher gedacht, das reißt jetzt tatsächlich, weil alles, was er anfasst, geht ja kaputt, ne? Da unten heißt hier rechts unten, oder? Ja, genau. So, perfekt. Was war das denn gerade? Ist er jetzt wahnsinnig geworden? So, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, hier geradeaus und dann rechts müssen wir rum, ne? Die Insel mit Averys Riesenstatue liegt rechts. Ja, und weiter? Zittern buchstäblich die Hände. Ja, das Gefühl kenne ich. Entweder das oder auch eine Zigarette. Etwas von beidem. Der Hand hat er entfernt worden. Er schaut nicht wirklich durch. Vielleicht will er, dass wir durchschauen. Habe ich auch gerade gedacht. Ach je. Warum sollte das auch so einfach sein, dass man... keine Ahnung, den Schatz jetzt unter seinen Füßen findet oder sowas, ne? Moment, halt. Du sollst es drücken. Jetzt. Frage ist, können wir da hochklettern? Können da. Müssen da. Ja, geh weiter. Los. Mann, blockier mir doch nicht ständig den Weg, ey. Muss er mir aber hochhelfen oder kann ich da... Nein. Ja, ja, ist gut. Sam. Da muss ich ihm halt hochhelfen. Nein, du hast die Ehre. Oh. Okay. Oh, habe ich mich gerade erschrocken. Das sah aus, als ob da einer drauf stand. Was sehen wir hier? Eine Insel. Na, ich wusste es. Da. Und? Große totenkopfförmige Insel, ne? Große Insel. Kein Totenkopf. Das muss es sein. Libertalia. Sehr optimistisch, wenn man alles bedenkt. Weißt du, hier sind nur wir beide. Du darfst ruhig ein kleines bisschen Begeisterung zeigen. Ich zeige Begeisterung, wenn wir deinen Hals aus Alcazars Schlinge raushaben. Komm schon. Okay. Was? Ich sagte okay. Nein, 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 nein. Deine Okays sind nie bloß okay. Meistens sind sie das Gegenteil von okay. Ach nee. Na, ist das unser Freund Rafe? Wer sonst?